Wer freut sich nicht auf den großen Preis von Belgien? Es ist das Rennen, bei dem Rubens Barrichello für Jordan und Giancarlo Fisichella für Force India jeweils ihre ersten Pole Positions holten. Und Jordan verbesserte sich dann schließlich noch und holte auch den allerersten Sieg 1998. Beim Klassiker in Spa-Francorchamps wird immer etwas Besonderes passieren. Was? Das kann allerdings niemand vorhersagen. Die Strecke von Spa-Francorchamps ist eine historische Rennstrecke mit 19 Kurven und einer stattlichen Länge von 7 Kilometern. Hier müssen die Fahrer nicht nur mit einem Höhenunterschied von mehr als 100 Meter, sondern auch mit langen, geraden und hohen Geschwindigkeiten in den Kurven zurechtkommen. Wer hier gewinnen will, der muss alles perfekt hinbekommen, denn das hier ist die Ardennenachterbahn. Ich heiße abermals Stefan Römer willkommen, der alle Infos für das heutige Rennen hat. Wir sollten über Williams reden. Was denkst du über ihre bisherige Performance in dieser Saison? Nun, die Atmosphäre innerhalb des Teams scheint im Moment wirklich positiv zu sein. Alle scheinen voller Energie und Tatendrang zu sein und dabei auch noch eine Menge Spaß zu haben. Und das hat natürlich alles zu der Performance beigetragen, die wir bisher sehen konnten. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Valtteri Bottas hat gestern gute Arbeit geleistet, der Finne startet von der Pole. Und Richter macht die erste Reihe komplett. Im Rest der Startaufstellung haben wir Hamilton, Leclerc, Sebastian Vettel und Verstappen, Perez, Weber, Magnussen und Kimi Räikkönen, Gasly, Norris, Nico Hülkenberg und Grosjean, Butler, Sainz Jr., Daniel Ricciardo und Lance Stroll. Albon und George Russell schließt die Startaufstellung ab. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Okay, La Source is always pretty tight, but we've got a clear run. Remember the runoff if you need it. Jo. Damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play 2019. Wir starten heute mit dem großen Preis von Belgien heute rein. Ja, Setup steht, wunderbar. Wir können also rein ins Rennen. Vorne steht Valtteri Bottas, der uns quasi ein perfektes Rennwochenende versaut. Aber er war stärker. Na, hoffen wir mal, dass wir das Rennen hier noch... In Ungarn haben wir es ja am Ende auch, hingekriegt. Schauen wir mal, ob wir hier weitere Bottas kassieren können. Dann im Rennen. In Ungarn hat das ja am Ende mit der Strategie geklappt. Da war Bottas nämlich vorne weg. Und dann hat es mit der Boxenstopp-Strategie wunderbar funktioniert. Er ist nämlich im Verkehr rausgekommen und ich konnte tatsächlich dann durchziehen. Und dann kam er nicht mehr hinterher. Ja, wir tun unser Bestes. Wir wollen das Ding hier natürlich gewinnen. Unseren fünften Saisonsieg. Mal gucken. Auf einer Halbbeschränke hat der Mercedes einfach mehr Power. Das ist einfach so. Es war schade, dass wir nicht rangekommen sind, aber wir haben uns dann im zweiten Versuch an der ersten Kurve das Rennen deswegen versaut. Aber wie gesagt, mal gucken. Nachdem wir heute abschneiden, können wir sogar tatsächlich Sebastian Vettel packen. In der Fahrer-WM. Das sind 18 Punkte.
lights. The start sequence will begin as soon as the grid has formed. Be ready with the clutch. So, auf geht's. 13. Saisonrennen. Ich muss ein bisschen Gas geben hier. Weg da mit dir, Hamilton. Ich konnte nicht so die Lücke zumachen, wie ich das wollte. So, jetzt schön den Schwung mitnehmen gegen Valtteri Bottas im Windschatten. Vielleicht den Angriff schon in Runde, in der ersten Kurve. Beziehungsweise in der ersten Runde. Leider noch nicht. Ah, da will der Hamilton schon ein bisschen drücken. Ich glaube, da habe ich einen kleinen Schutz damit gekriegt. Ich muss natürlich. Hat's ein bisschen besser weggekommen. So, jetzt sind wir ein bisschen Luft, haben wir Luft ein bisschen auf Hamilton rausgeholt. So, mit dem Fettgemisch vielleicht jetzt den Angriff auf Valtteri Bottas setzen. Und da ist er. Und vorbei. Führung. Wir brauchten gar nicht bis auf die Boxenstrategie zu warten, sondern wir haben ihn tatsächlich schon in Runde 2 abgefangen. 11 Runden haben wir hier in Belgien. Weil wir jetzt aufpassen müssen, dass wir nicht von Bottas und Hamilton geschluckt werden, die nämlich beide direkt hinter uns kleben. Zack! Er hat mich schön kassiert. Ja, ich habe eine Verwarnung, kann ich so. Ja, komm schon, ey. 3 Sekunden für was, Alter? Ich musste abkürzen, auf welche Flöhe ins Auto gefunden. Genau. Und der legt mich in die Box, damit ich nicht weitermachen kann, oder was? Ey, Hamilton, ey. Aber dass du ein Assi bist, das wissen wir schon alle. Im Zweifel spiele ich das Spielchen so. Thank you.
Das hat natürlich DS natürlich. Schön, dass er beide vorbeigeht. Oh, ich hasse das, wenn die dann eine schöne Formationsflug. Beide einfach mal kurz gehen. Ich bin halt so. Dann spiele ich halt jetzt die Assi-Karte gegen die zwei da hinten. Ach so, ja. Für was, Alter? Ich muss überholen, ich muss lassen. Müssen wir eigentlich um die Box? Dann sind wir bei Runde 5 bis 8, okay. Ich will die wieder, komm, die gleich wieder angeschissen. Geh mal weg! Ich hab keinen Bock auf dich. Danke fürs Wegschießen. Wenn du nicht so eine Aktion, wenn du nicht fair machen kannst, dann musst du es halt so machen. Dann schießt du halt die Leute weg. Egal. Würde ich die Strafe bekommen. Ich stand ja im Mercedes im Weg. Im heiligen Mercedes-Team. Hau ab, Mann! Soll die sich da hinten zum Battle, damit ich ein bisschen wegkomme von denen. Wobei das jetzt nicht das scheiß DRS wieder rankommt, ne?
nerv mich doch nicht alle, ey, gleichzeitig. Ich kann die Lücke nicht so aufziehen, wie ich sie gerne hätte mit dem... Im Zweifel spielen wir es halt nochmal. Im Zweifel spielen wir es halt nochmal. Würde eh nichts passieren. Mercedes könnte sich so eine Aktion erlauben und sie würden durch das Ziel sowieso gesagt... Nee, die haben nichts getan. Das ist okay, alles. Oh, verschwinde doch hinter mir, Alter. Geh mir nicht auf Nüsse. Ja, meine Position 1 bin ich sowieso los. Der wird jetzt mindestens um einen Wagen durchgehen. Zumindest das eine Auto habe ich hinter mir, noch den Herr Bottas. So, Bottas bin ich jetzt los, erstmal. Den auf 19 momentan. Aber da müssen alle nochmal in die Box... Fünf Runden müssen wir fahren noch. Gut ist, dass wir jetzt hier eine Stelle haben, wo wir die Pace mitnehmen können. Eventuell haben wir Glück, dass wir hier tatsächlich... Angriff gegen Albon. Hau ab von mir. Vor Hamilton. Und das war das Wichtigste. Und Albon ist doch dazwischen. Wenn Hamilton ein bisschen aufhalten kann. Also haben wir zumindest das, was die Box haben wir auf jeden Fall erstmal gut gelöst, das Thema Box. Jetzt müssen wir gucken, dass wir wirklich diese 5 Runden noch, oder 4 Runden, was das jetzt noch sind, uns den Sieg ja hier ermauern. Muss ich erstmal ans 12 vorbei. Ich will das Ding hier gewinnen. Feierabend. Da ist 12, alles was davor jetzt, glaube ich, noch ist, war noch nicht in der Box. Der mitten vorbei, aber an Albon.
5 laps of fuel remaining. So, Stroll in der Box. Wir können uns tatsächlich vielleicht sogar mit dem DRS jetzt auch werden. Nee, kann man nicht. Schade. Aber alles ist in der Box schon. Was heißt es? Ja, wir haben gegen Vettel verloren. Mit den ganzen Aktionen. Wir haben gegen Vettel die Plätze, den Platz verloren. Das ist der McLaren, der da vorliegt. Das ist jetzt herzlich egal. Aber das gegen Vettel ist natürlich jetzt blöd, was auch im Blick auf die Fahrer-WM betrifft, weil wir ja die Möglichkeit hätten, vorbei an Vettel zu ziehen. Zu sehr auf die Mercedes konzentriert. Jetzt müssen wir natürlich den Ferrari da vorne ein bisschen jagen. Das ist übrigens ein Renault da vorne. Wenn der noch nicht in der Box war, dann gewinnt der das Ding. Ja, wenn der in der Box war, so rum. War mit Nico Hülkenberg und der war noch nicht in der Box, geht das aber jetzt nachholen. Kommen jetzt auch nicht gut ran an die Zeit davor. Kriegen wir hin. Wir arbeiten uns jetzt gerade ein bisschen dran an Sebastian Vettel. Wir müssen da unbedingt vorbei an dem Auto. Jetzt zieht er mir wieder weg. This pace is strong, but be aware your tires need to go the distance. Ich muss ja dranbleiben. Jetzt habe ich das Gute. Jetzt habe ich doch mein DRS dabei. Ich bin jetzt also unter dieser Sekunde dran. Ob ich den jetzt tatsächlich schon kassieren kann, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Ne, Strecke nicht, gerade nicht lang genug.
komme aber auch nicht in Position, dass ich mal irgendwie mal einen Angriff setzen könnte oder mich mal zeigen könnte. Bin ich, glaube ich, ein bisschen besser dran. Als die Runde zuvor. Wenn alles gut läuft, muss ich nur... Ich muss so richtig rankommen an die Position. In die Position. Es gibt auch nur eine DRS. Gibt das? Kann das sein, dass es nur ein DRS-Ding ist in dieser Fische? Ja, das ist schon mal schon klar. Ich muss nur mitgehen. Jawohl, jetzt bin ich besser rausgekommen aus der ersten Kurve, aus der Vettel. Jetzt kann ich ihn vielleicht sogar mit DRS knacken auf der langen Geraden. Fuck you! Das war mir fast klar. Das war mir fast klar, dass der da die in dem Moment... Na gut, er war ein bisschen sehr optimistisch. Ja, das war mir... Ah, Mann, du musst immer noch einen Ticken zu weit rauskommen. Ich kann normalerweise... Problem ist in Position. Ich muss in Position kommen. Vettel gewinnt das Ding. Magnussen raus. Unwichtig. Ja, das war's. Vettel gewinnt. Fuck! Er ist mir viel zu weit weg jetzt gerade. Ja, Glückwunsch. Das Thema hat's gegessen. Das war mir schon klar. In dem Moment wirft er mir tatsächlich nochmal komplett die Tür zu. Der tut das nicht, wenn's weiter will. Ja. Nein! Ich komme nicht in diese Position. Ich kam nicht einmal wirklich in Position. Und als ich die Möglichkeit hatte, haut er mir die Tür weg. Haut er mir die Tür zu. Schade. Stefan, was hat sie im heutigen Wettbewerb von den anderen abgehoben? Es ist eine etwas langweilige Antwort, aber die Wahrheit ist, dass sie einfach das bessere Tempo an diesem Tag hatten und einen Fahrer, der weiß, wie man das ausnutzt. Es spielt keine Rolle, wie lange du über Statistiken brütest und Strategien planst, wenn du das Tempo nicht halten kannst. Unsere Gewinner heute haben gezeigt, dass sie beides konnten. Hier kommen unsere Sieger. Ein spannendes Rennen. Ich habe es nochmal versucht, aber es klappte nicht. Die Geschichte des Teams ist bekannt und es ist keine Überraschung für Fans auf der ganzen Welt, dass sie heute hier wieder an der Spitze stehen.
Ich kam nicht einmal wirklich in Position, die nach dem Boxen sollte. Jetzt in 5 Runden. Überhaupt nicht. Kam immer dran, aber nie wirklich vorbei. Weil er sich immer verteidigen konnte. Nun die Fahrerrangliste. Trotz der großen Bemühungen des Spitzenreiters ist der Vorsprung in der Meisterschaft etwas zusammengeschmolzen. Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages zählt. Heiko, Daniel Ricciardo ist für mich wohl der Fahrer des Tages. Es ist weniger das, was er richtig gemacht hat, sondern wie wenig er falsch gemacht hat. Ein perfektes Rennen. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. Der Führende der Meisterschaft behält seine Position, aber der Abstand ist kleiner geworden. Und damit geht ein weiteres Formel-1-Wochenende zu Ende. Ein Lichtblick sind die Rennen, die noch vor uns liegen. Also seien Sie auch bei denen definitiv wieder mit am Start. Ja, plötzlich sind es wieder 26 Punkte. Wir haben jetzt 8 Punkte alleine jetzt verloren. Und kam nicht wirklich mehr in Position. Ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ich hatte gehofft, natürlich den Sieg zu holen, vor allem als ich an Bottas vorbei war, aber dann habe ich mit dem Vettel nicht mehr gerechnet. Gute Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Ja, ich war zu langsam. Sie haben alle Erwartungen gesprengt. Was ist Ihr Geheimnis? Das schien mir da draußen aber heute mehr Autoscooter als Formel 1 zu sein, oder? Ja, ich wollte eigentlich nach links gehen. Danke für den Kommentar. Naja, das holen wir schon wieder rein. Ich wollte eigentlich nach links gehen. Also ich ein bisschen ruhiger fahren muss. Ja, ich wollte es halt auf Biegen und Brechen irgendwie vorbei, an dem Vettel vorbei noch. Da, das ist klar. Aber irgendwie ließ es das nicht zu. Zum Treppchen, das hast du dir verdient. Auf den letzten Runden haben wir in der Boxengasse ganz schön geschwitzt. Aber du hast uns die Platzierung nach Hause gefahren. Herr Qualifier, ich bin Zweiter geworden. Also was wollt ihr von mir? Wir gehen das nächste Rennwochenende. Dann verabschieden wir uns. Freude. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit dem Großpreis von Italien. Bis dahin und tschüss.